Moin, moin. Mein Name ist Reinicher Löwe und mit mir spielt die... Mathilde! Genau. Was steht bei dir heute an? Highway-Baum. Highway to Hell. Yes. Ja, ich verlasse hier mal... Wie weit bin ich denn überhaupt? Ich glaube, ich das schon mal erzählt habe. Ich habe einfach mal hier aus Langeweile nachts einfach hier mal so lang gebuddelt. Ist jetzt so ein langer Gang. Nichts Besonderes. Dann noch mal zum Ausgang. Was du vielleicht auch machen könntest, lieber Heinrich, so gucken, was so Munitionsherstellung angeht. Habe ich schon mal. Letztes Mal oder so. Ja, und dann. Wir brauchen halt mehr Kohle und mehr Nitrat. Nitrat ist das Problem. Ja, deswegen mache ich ja hier schon Findlinge fleißig kaputt. Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen Findlinge kaputtgeschlagen, bloß. Ach, es ist so. Es ist so wenig, was da rumkommt, finde ich. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das mit dem Graben mache. Haben wir halt absolut den Höhenunterschied hier, ne? Naja. Und die werden auch bestimmt an den Gräben vorbeilaufen. Gehen wir mal runter, gucken uns das mal von unten an. Ob ich das wirklich als richtigen Highway mache? Inwiefern? Ja, dass ich nicht so viel Steigung hier mache, sondern die so ein bisschen ausgleiche von den Hügeln her. Ach so, ja. Mit dem ganzen... Also vielleicht noch nicht am Anfang, aber so nach und nach. Hallo, du kleine Schönheit. Dubidub, dubidub, du. Die gibt dir gar nicht den Bolzen wieder. Das war frech. So eine doofe Kuh. Oh, ich bin durstig. Trink doch mal was. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja auch so die Seite ein bisschen angeglichen. Das müsste man auch mal machen. Ich glaube, ich mache hier noch ganz kurz diese Seite noch ein bisschen. Da habe ich extra so einen Brocken ausgearbeitet, den ich zum Einsturz bringen wollte und bisher nicht getan habe. Mach mal. Mache ich auch. Wo wollten wir den zum Einsturz bringen? Ach komm. Das bisschen Sprit, was wir noch haben, benutzen wir mal. Fehlt noch so viel. Ja, kannst du viel graben. Ja, habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Aber was soll es kommen? Du wolltest den Graben drüben ziehen, jetzt musst du es auch tun. Oh, Maschinke alle. Ein bisschen nachtanken. Ne, ich mache jetzt gerade nicht den Graben. Ich mache hier noch ein bisschen die Felsspalte, weißt du, an der Seite. Ach, genau. Sind auf Kurs. Ja, dieser Weg wird auch noch schöner werden. Keine Bange. Ich arbeite mit dem langsam dran. Es kann sich nur um Monate handeln, bis es fertig ist. Jetzt hier vielleicht noch mal. Das
halt gucken, wie das mit dem Anschrägen am besten passt, dass hier ein schöner, sanfter Hügel entsteht. Toll, kein Sprit mehr. Oh, armer kleiner Heinrich. Keine Lust jetzt zu hacken. Jetzt schon. Der Tag hat doch gerade erst angefangen. Ah, da bin ich ja echt wieder eine Woche mit beschäftigt hier. Ja, es wird zu tun, ne? Es kommt halt davon, wenn man eine coole Idee für ein Projekt hat und dann merkt, ups, das ist irgendwie mehr als ich dachte. Ja, mit den Gräben bin ich mir... Ich ärgere mich hier gerade auch schon, dass ich nicht gesagt habe, ich mache einfach einen Highway aus Holz. Das wäre nämlich viel einfacher gewesen. Aber nein, jetzt habe ich angefangen, jetzt mache ich das auch so weiter. Ich glaube, so eingraben wird das nicht. Ich glaube, ich mache einfach verschiedene Gräben auf verschiedenen Höhen. Aber ich glaube, die werden dann einfach dran vorbeilaufen. Hm. Naja. Oh, hier kann ich was schaufeln. Ich kann schaufeln. Juhu. So, damit es nicht langweilig wird, wird jetzt ein bisschen gehackt. Ah, ist nur so ein kleiner Block, den kriegen wir schon hin. Man sieht auf jeden Fall den Weg auf der Karte. Ja? Ja. Guck ich mal. Nee, das. Was Och. Ist denn das? Ja, das ist der Weg. Nur das bisschen da? Nee, eigentlich bis dahin, wo ich stehe. Also ich sehe keinen Weg. Boah, das ist doch voll weit. Scheiße. Aber eigentlich reicht es ja auch bis hier so in etwa, ne? Bis zur Straße? Ja. Ja. Das stimmt. Hatten wir noch irgendwo eine Gegend, wo wir viele Autos hatten, die wir auseinandernehmen konnten? Ich weiß nicht, wie es in der Wüstenstadt aussieht. Meinst du wegen Sprit, oder? Ja. Ich glaube, wir hatten auch im Eisgebiet war bestimmt noch einiges. Wir haben ja zum Teil nur die Autos auseinandergenommen, wo noch Motoren drin sein könnten. Diese totalen Wracks haben wir ja häufig gar nicht auseinandergenommen, weil wir es auf die Motoren abgesehen hatten. Ah, stimmt auch wieder. Brauchst du Sprit, mein Heinrich? Ja, ich glaube, ich hole mir Sprit. Ich, will das da vielleicht heute noch schaffen. Mhm. Damit ich mich da mal um meine Schützengräben hier kümmern kann. Ui, Schützengräben. Okay. Ja, die Gräben werden dann sowieso nach der Zeit durch die Zombies ein bisschen aufgeklappt. Dann können wir sie verbessern. Die sollen sie nur ein bisschen aufhalten. Nur ein bisschen. Ach, hier haben wir ja ein paar tausend Liter Sprit, das ist ja richtig gut. Das ist doch schön. Ja, da gönne ich mir mal 1000 für meine Maschinka. Mach das. Guck mal, da ist eine Mathilde. Wo? Ach, ich habe mich verguckt, das warst du gar nicht. Entschuldigung. Mhm. Ich dachte gerade wirklich, das wärst du gewesen. Nee. Sie ist voll erschrocken. Sie ist voll erschrocken? Ja, guck mal. Oh.
Heinrich, was hast du getan? Und so. Okay. Ja, ich glaube, mein aktueller Kaffee ist ein bisschen schlecht. Ich glaube auch. Vielleicht war auch das Müsli, das du heute Morgen gegessen hast, nicht so ganz gut. Ein Zombie-Müsli. Ja, ja. Ja, solange du keine Muscheln isst. Die sind eklig. Ich mag keine Muscheln. Oh, bevor wir das machen, buddeln wir nochmal ganz kurz die Seite weg hier. Das geht ja schnell. So, durch den Hügel graben wir uns durch. Ups, ich wollte dich nicht ab. Na egal. Nochmal. Passt, wackelt nur die Luft. Achso, haltet euch die Ohren zu! So viel zu sehen? Nee, aber ich finde diese Maschine ein bisschen laut. So. Ich höre jetzt schon wieder singen. Nein, ich singe nicht. Das ist ja gut, weil ich wäre auch Gesangsfrau. Und ja, weiße. Ja, was ist denn, kleine Katze? Die Katze hat Papier. Für euch zu Info. Das macht sie immer. Ja. Und es ist immer süß, wenn sie das tut. Weil es ist eine kleine, süße Katze. Ja, kleine Katze. Sie ist süß. Da ist ein kleiner Stein. Oh, so schnell sind 500 Sand weg, ne? Oh, 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 oh. Das ist mein Motorrad. Du dumme Kuh, hast geschrien. Ja, da kommen schon ein paar. Na gut, dann machen wir Pause und klatschen ein paar Zombies. Oh, es sind aber eine Reihe von Bauarbeitern. Du schaffst das, oder? Jo. Was ist so lustig? Oh. Alter. Nee, ich habe auf den Helm geschlagen. Und das war ja so, als ob ich, oh, auf Metall geschlagen hätte. Ach so. Eine Leuchtekuh wurde jetzt auch angelockt. Wie gesagt, du schreist Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Ist zurzeit nur eine. Oh, die ist frei. Oh, ich habe keinen Verband. Oh. Ja, die hat mich ein, zwei Mal erwischt. Das ist halt, die Zombies haben längere Arme als wir. Und jetzt verblute ich in der Basis. Ah, ich höre auf zu bluten. Fantastisch. Na, dann ist ja gut. Oh, Findling. Denn wir brauchen Dingsbums, Nitrat.
machen wir gleich ein paar Verbände wieder, ne? Mach mal. Davon kann man nie genug haben. Ja, war bestimmt angelockt von dem Krach. Denkbar ist das. Mann, das Ding schluckt an Sprit. Und mein Weg kostet ganz schön viel Sand. Mann, Mann, Mann. Aber so hat man wenigstens was, das man aus dem ganzen Stein machen kann. Oh! Was ist denn jetzt schon wieder klar? Das ist alles jetzt runtergekommen. Es ist ein Tuck zu früh gekommen. Ja, jetzt sieht's aber besser aus. Dann ist ja gut. Steinfeld! Ja, gefällt mir. Dann ist ja gut. Es fällt mir auf, da oben sind noch zwei Elektrozäune, die habe ich heile gelassen. Aber das Verbindungsstück ist davon kaputt gegangen. Tja, dann musst du da wohl Neues hinsetzen. Das war ich nicht, das war ein Zombie oder du. Aber ich, ja, war das nicht. Kannst du trotzdem Neues hinsetzen? Nö. Ach, fuck, ich habe jetzt diese Steine hier nicht mehr dabei. Verdammte Axt. Pflastersteine? Ja, die wollte ich doch hier hinsetzen, weißt du? Weil die Pflastersteine halten ja ein bisschen mehr aus als hier die normalen Steine. Ja, aber da kannst du auch eigentlich gleich Metallframes machen und da gleich Beton hinsetzen. Ganz ehrlich. Nö. Beton halt nämlich noch. Ja, ich werte das doch sowieso auf. Dann sparen wir uns die Pflastersteine. Wer weiß, ob die sich ja überhaupt durchgraben. Vielleicht sehen sie dann, oh, hier komm, ich komme da an der Seite besser lang. Ich würde das erstmal nur mit Pflastersteinen machen und wenn sie dann wirklich sich da durchgraben wollen, warum auch immer, macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich nicht. Und wenn doch, dann können wir es immer noch aufbessern.
Ach, ist das ein schöner Weg. Oh, jetzt komme ich da warum auch immer gerade nicht drauf. Dieser Teil des Wegs ist wirklich schön. Das ist so schön. Richtig, richtige kleine Brücke über ein kleines Tal. Ah ja, Pflastersteine. Habe ich alle verbaut? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, 1086, das sollte reichen. Es kann ja auch durchaus sein, dass ich den einen oder anderen zum Verbessern genommen habe. Vergiss das nicht. Nee, alles gut. Steine haben wir ja en masse da. Ja, ja. Eigentlich bräuchte mir eine Steinmaschine oder ein Steinkatapult. Irgendwie sowas. Könntest du mit Stein totschmeißen. Ja, deswegen mache ich ja hier den gelben Steinweg. Ein bisschen Also eine Holzbrücke oder so, das kann ja jeder. Ein bisschen gehackt und schon ist 15 Uhr. Wo bleibt die Zeit, verdammt? Wer? Die Zeit oder wer? Ja, die vergeht voll schnell irgendwie. Mit diesem Spiel. Schrecklich. Ich muss es dann nur hinkriegen, da diesen steilen Hügel in einen sanften Hügel zu verwandeln. Immer gut zusprechen, das hilft. Wenn du meinst. So. So schnell sind 1000 Sand weg. Jetzt wird wieder gebuddelt! Weil wir ja noch nicht genügend Erde haben, ne? Davon kann man immer nie genug haben. Und ich werde auch noch gucken, dass... Ach nee, kann ich ja gar nicht ebenerdig machen. Scheiße. Vielleicht mache ich das noch. Gucken. Ey, buddelst du da mal?
Was ist denn? Ach, nix, das bleibt so. Bleibt so, wie es ist. Ist ein Kunstwerk. Man muss das Kunstwerk auch mal gesamt betrachten. Alles gut. Ich werde auf jeden Fall in der Nacht wieder Sand in Auftrag geben. Mhm. Ja, damit ich hier meine Sandbrücke, meinen Sandweg weitermache. Ach du Scheiße, der Weg hat Stärke 1500. Ja. Der Weg. Mach hier mal so einen kleinen Graben. Wenn keine blutrote Nacht ist, fülle ich dann wieder mit Frames auf, damit wir mit den Fahrzeugen drüber kommen. Ja, 3 Tage haben wir ja noch bis zur roten Nacht. Oh. Ganz schön widerspenstig die Straße hier. Also bei der Straße hätte ich dann tatsächlich eher noch den Erdbohrer genommen. Halt. Dahin sonst. Boah, gehen. Kann man machen. Schon irgendwelche spannenden Pläne für morgen? Nee. Das ist blöd, morgen zu machen, sonst hätte ich gesagt, fahren wir nochmal in die Wüstenstadt, schauen uns das so das andere Hof aus und vielleicht noch das Baustelle nochmal an, aber. Dann Tag 84, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, da morgen loszufahren. Nee, ich würde eher die Tage nochmal in die Verteidigung stecken. Weil da war ja auch noch so viel Baustelle, die möchte ich auf jeden Fall noch verkaufen. Ich mag Baustellen. Ja, ich weiß, du magst Baustellen. Ja, die sind wie ein großer Turnplatz. Und ich brauche irgendwie noch Tiere, weil ich will ja noch einiges an Fackeln machen. Fett, 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 fett. Fett nicht zu vergessen. Und manchmal auch noch ein bisschen Salz und Zucker dazu. Fesar zu. In der Nacht muss ich erstmal dick reparieren. Ja? Ja. Spitzhacke gibt gleich den Geist auf und die Maschine hat gerade den Geist aufgegeben. Oh. Ess doch mal, ich habe mir so einen leckeren Wildbrät-Eintopf mitgenommen gehabt. Für zwischendurch, ja, was Gesundes. Hm.
Man muss sich ja auch zwischendurch mal was gönnen, ne? Ja. Was Gesundes für zwischendurch. Ja, da schlucke ich halt einmal eben so ein Wildbret, ein Topf runter. Wo ist das Problem? Also manchmal, Heinrich, verstehe ich dich wirklich nicht. Das ist diesen sarkastischen Unterton da gerade. Was? Ach, da war kein Sarkasmus. Voll. Ach, wie wo? Oh, meine Güte. So viel zu schaufeln. Weil ich diesen Gang ja auch breit genug machen muss. Vielleicht mache ich den erst schmal und verbreiter den dann. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich mache erstmal nur einen kleinen Gang. So, ein kleiner Graben ist auch schon fertig. Cool. Nur so ein ganz kleiner. Ich werde ihn ja gleich sehen, wenn ich nach Hause komme. Und ich glaube, so langsam sollte ich mich auch auf den Heimweg begeben. Ja, ich will ja nur, dass sie quasi durch die Mitte kommen und nicht von den Seiten irgendwie. Mhm. Was anderes will ich damit gar nicht bezwecken. Kann ich auch schon mal anfangen aufzufüllen? Nicht, dass ich noch so wahnsinnig viel von dem Sand übrig habe, aber das kann ich ja noch bauen, dass ich habe. Mist. Also morgen das gleiche wie heute, oder? Ich bin mir noch uneinig. Also ich würde auf jeden Fall, wenn wir da sind, nicht übernachten, ne? Nicht was? Wenn wir hinfahren, nicht übernachten, meine ich. Ja, aber dann lohnt sich der Weg ja nicht. Ja, aber wir müssen... Ja, 84, ne? Ja, ja. Wenn nicht, du kannst da auch alleine fahren und ich bastel hier weiter rum. Das können wir auch machen. Ich glaube, das mache ich doch ein bisschen tiefer noch hier. Mache ich das hier doch nochmal niedriger. Dann muss ich nicht ganz so hoch kommen.
Ja, ich würde mal sagen, wir machen mal einen Break. Jo. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.